Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich hatte es gestern auf Twitter angekündigt. Ich werde jetzt einfach währenddessen ein bisschen Terraria spielen, damit ihr auch was zu sehen habt. Und zwar, wie ich einmal haushoch verscheißen werde. Ich werde mich mal jetzt um den. Wollte mich um den Wundlord-Thema kümmern, den Final Boss von Terraria, aber naja. Auf jeden Fall. Ich hatte auf Twitter angekündigt, dass ich jetzt einmal erzählen werde, warum zum Henker so wenig Folgen oder. Sagen wir einmal wenig, ist gut. Gar keine über so lange Zeit. Ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Ja. Auf jeden Fall. Das letzte Video, also die letzte wirkliche Phase, wo ich ja noch auch hochgeladen hatte, war so Anfang Dezember. Müsste hinkommen. So. Wie ihr ja, oder bestimmt wie einige wissen, ich bin auf Ausbildungssuche. Und das ist ja heutzutage alles ja so tausendmal einfacher. Ich hoffe, die Ironie kam jetzt gut an. Naja, auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, auf Ausbildungssuche. Und ich hatte vor, beziehungsweise Anfang Dezember hatte ich eine Phase gehabt, wo ich keine Ahnung, wie viele Absagen bekommen habe. Ich glaube, es waren an meinem besten Tag, habe ich an einem Tag 17 Absagen bekommen. Es kommt ziemlich gut hin. So, und naja, ich habe mir dann gesagt, du musst gucken, dass du Ablenkung kriegst. Und das habe ich schon mal aufnehmen gefunden. So. Ich hatte dann an einem Tag, ich glaube, an einem Tag habe ich um die 17 Folgen aufgenommen. Nee. Stimmt nicht. Auf jeden Fall, ich habe an einem Tag sehr, sehr viel hochgeladen, aufgenommen, meine Güte. Und naja, das sah dann ungefähr so aus, dass ich dann die Folgen einfach nur aufgenommen habe, aber nichts hochgeladen. Warum? Weil ich die so grottenschlecht fand, aber einfach weiter aufnehmen wollte. Ich meine, wenn ihr jetzt mal die Videos anschaut vom, naja, die letzte PO2 Folge. Die letzten Folgen, die ich hochgeladen habe, die haben mir selbst nicht so wirklich gefallen, aber da ich ein bisschen voreilig die Map bzw. den Server neu umgestellt hatte und das Projekt schon zu Ende war, habe ich gesagt, alles klar, wird gemacht. So. Dann, was war noch an ein Thema? Ich hatte auf jeden Fall, wie gesagt, dann sehr, sehr viel aufgenommen, aber nichts hochgeladen. Nächstes Problem. Das ist dann einfach so viel geworden. Ich habe teilweise 2 Nächte nicht mehr richtig geschlafen, einfach weil ich aufgenommen habe. Ja, dass das dann nicht so gesund ist für mich, war dann, muss ich nicht wirklich sagen, ne? Bin auch gerade ein kleines bisschen, glaube ich, von der Stimme angeschlagen. Naja, das Ganze ging dann so weit, dass ich dann nichts mehr für Bewerbungen gemacht habe, einfach weil ich diesen Stress aus dem Weg gehen wollte. Es tat mir gut aufzunehmen. Zocken tat mir einfach nur gut. Naja, ich habe aber dann wirklich schon einen halben Monat nichts mehr für Bewerbungen getan, keine einzige. Deswegen ist dann einfach mal vor Weihnachten noch ein Krisengespräch gab mit meinen Eltern. Das kann man eigentlich nur so nennen. Ja. Und zwar war dann der Fall, ich habe Aufnahmeverbot bekommen, ich durfte noch spielen und so weiter, aber auch nur, wenn ich mindestens pro Tag 5 Bewerbungen geschrieben habe. So, habe ich dann gemacht, das war dann für mich generell kein Thema. Bloß, dann ging es weiter. Dann kam eine Phase, wo ich dann noch wirklich wieder Erfolg hatte. Ich hatte ja im... Weiß nicht, ob ich das mal gesagt hatte, aber... Oh, ich sehe ja gerade, ich bin ein bisschen am Sterben. So. Auf jeden Fall, ich hatte eine Phase, wo ich dann mal Bewerbungsgespräche, Einstellungstests und alles hatte. Was war das? Ich glaube, bei mir ist gerade geblitzt. Ah, okay, komme ich auch nach Hause. Nee, ich hatte in der Phase, wo ich Bewerbungsgespräche und alles hatte.
Und habe dann jetzt bin so weit gekommen, dass ich dann gestern wieder angefangen habe aufzunehmen, aber auch wieder im geregelten Maße. So, und jetzt könnt ihr euch dreimal raten. Ich hatte Aufnahmeverbot bekommen, bis ich entweder eine Ausbildung habe oder die andere Alternative war Berufsbildungswerk. So, Berufsbildungswerk wollte ich nicht. Ich wollte halt nicht von hier dieser Stadt weg. Also, was ist daraus geworden? Richtig. Ich gehe in Ausbildung. Ja, ich habe jetzt eine Ausbildungsstelle bekommen. Und naja, das wollte ich eigentlich jetzt auch nur mal vermitteln, damit ihr mitbekommt, warum ist da so ein, ja, ich würde es generell sagen, wirklich so ein Mangel an Videos gab, aber ich hoffe, dass, oder, nein, ich hoffe einfach nicht nur, ich glaube, dass ihr das verstehen könnt, wenn nicht, dann sorry. Ganz ehrlich gesagt, wer das hier verstehen kann, da habe ich noch kein Verständnis für, dann kann er sich gerne hier verpissen, ist mir scheißegal. Ende. So, auf jeden Fall, das war eigentlich so das Hauptthema für mich. Ich hoffe dafür, dass es jetzt auch nochmal weitergeht. Ich muss auch nochmal gucken, ich habe jetzt schon das erste neue Projekt wieder aufgenommen, so 10 Folgen. Habe ich auch schon hochgeladen, also das kommt dann jetzt bald. Ich werde dann jetzt gucken. Streamen werde ich momentan wieder ein bisschen sein lassen, weil ich halt jetzt auch ab nächster Woche Donnerstag ins Praktikum gehe, also ab dem 1. März. Ja. Ich will jetzt erstmal nur bei den normalen Videos bleiben. Vielleicht kann man das irgendwann mal steigern. Vielleicht werde ich jetzt auch merken, okay, das klappt mit dem Praktikum, dass ich auch neben dessen nochmal streamen kann, so für 2-3 Stunden. Wochenende kann man das bestimmt mal machen. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich dann jetzt hier ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich ganz einmal interessieren, eure Meinung, wie das so, ob das so eine richtige Entscheidung war oder wie ihr das so seht. Neue Projekte sind geplant. Bei einem, das seht ihr gerade, da muss ich mal so einen älteren Mann anklatschen. Ich glaube, den würde ich bestimmt mal für Terraria kriegen. Aber der hat, glaube ich, ein bisschen Stress momentan. Naja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.